Die Höllenmaschine 8 ist ja geradezu prädestiniert für hochauflösendes Gaming bei vollen Grafikdetails. Und damit euch nicht der Spielestoff ausgeht, gibt es für den Gewinner der Höllenmaschine 8 nicht ein Spielepaket, nicht zwei Spielepakete, sondern satte drei Spielepakete. Jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, warum drei Spielepakete und nicht ein einzelnes Spielepaket? Wir haben einfach drei verschiedene Sponsoren für die Höllenmaschine 8 bekommen und deshalb gibt es drei verschiedene Pakete. Einmal von Nvidia, einmal von GOG.com und einmal ein Paket, in das verschiedene Publisher mit reingesponsert haben. Los geht es aber jetzt mit dem Spielepaket von Nvidia. Ja, ich darf sagen, Nvidia hat das größte Spielepaket gesponsert, das ich euch jetzt einfach kurz und schmerzlos vorstellen werde, Spiel für Spiel. Wir legen los mit dem ersten. Da wäre Destiny 2, The Crew Wild Run Edition, XCOM 2, StarCraft 2 natürlich die Battle Chest, dann haben wir Titanfall 2, ja, das gute alte Crysis 3, Mass Effect Andromeda, Diablo 3, das gute alte Ghost Recon Wildlands, Watch Dogs 2, For Honor, Life is Strange, Far Cry Primal, Civilization 6, Anno 2205 in der Königsedition natürlich, Heroes of Might and Magic 7, mit dabei die Mass Effect Trilogie, die Command & Conquer Ultimate Edition mit richtig geilen Klassikern dabei, immer noch sehr oft gewünscht, Grand Theft Auto 5. Dawn of War 3, Warhammer 40k Universum und Trackmania. Und einen besonderen Leckerbissen gibt es zum Schluss und zwar eine richtig fette Edition von Battlefield 1. Und zwar hier inklusive Figur, die ihr euch dann aufstellen könnt. Alles in allem hat dieses fette Spielerpaket von Nvidia einen Gesamtwert von sagenhaften 610 Euro. Jetzt geht es aber weiter mit dem Spielepaket von GOG.com. GOG.com hat uns ein wirklich fettes Indie-Paket geschnürt, das der Gewinner der Höllenmaschine 8 erhalten wird. Es hört auf den Namen Game Pack Summer 2017 und ich stelle euch jetzt auch die Spiele im Einzelnen vor. Hier sind sie. Richtig, ihr bekommt eine Karte, wo ein Code hinten drauf steht. Der steht hier. Und den müsst ihr natürlich einlesen und könnt dann über GOG.com, über den Client, euch die Spiele runterladen. Klar, wir leben ja im Jahr 2017, nicht wahr? Auf jeden Fall, welche Spiele bekommt ihr da? Ihr bekommt Hellblade, Senua's Sacrifice, Hello Neighbor, Tascoma, Rime, Nex Machina, Alex, Homeworld, Emergence, SWAT 4, Gold Edition, Observer, Spellforce 3, Tooth and Tail, The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel, Batman, The Enemy Within, The Telltale Series. Außerdem gibt es noch Hop sowie Kingdom and Castle. Bei diesem Paket kommen wir auf einen Gesamtwert von knapp 400 Euro. Kommen wir jetzt zum dritten und letzten Spielepaket für die Höllenmaschine 8 und zwar das von den Publishern. Da gibt es wieder DVDs, ja? Und zwar geht's erstmal los mit Rise of the Tomb Raider, die 20-Jahres-Jubiläums-Edition. Wir haben auch sehr oft gewünscht Arma 3, den Landwirtschaftssimulator 17. Aufgepasst, Overwatch haben wir auch mit dabei. Weiter geht es mit Nier Automata Day One Edition. Dann haben wir Final Fantasy 14. Und die Game of the Year Edition von Witcher 3. Und brandneu Project Cars 2
in der Collector's Edition. Ja, das Publisher-Paket hat einen Gesamtwert von knapp 450 Euro. Und somit kommen wir auf einen Gesamtpreis für die drei Spielerpakete von Nvidia, den Publishern und von GOG von rund 1500 Euro nur an Spielen. Stellt euch das mal vor, wie lange ihr hier zocken könnt, bis ihr alle diese Spiele durch habt. Doch mit diesem Spielerpaket geben wir uns immer noch nicht zufrieden. Ihr kennt ja Team Hölle, wir müssen immer übertreiben. Wir sind noch an weiteren AAA-Titeln dran. Dazu zählen beispielsweise Call of Duty, World War II, Formel 1 2017, FIFA 18, Forza Motorsport 7 und Star Wars Battlefront 2. Wir gehen also davon aus, dass wir am Ende auf einen Gesamtwert von über 2000 Euro kommen werden. Das ist so krass. Könnt ihr euch das vorstellen, wie viele Spiele das sind und wie viel man zocken muss, bis man die alle durch hat? Schreibt uns in die Kommentare, welches Spiel eventuell sogar noch fehlt und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann habe ich sehr gute Nachrichten für euch. Zur Playlist der Höllenmaschine 8 geht es hier entlang. Und das Beste, ihr könnt die Höllenmaschine 8 gewinnen. Wie das geht, erfahrt ihr in diesem Video. Und so geiles Merchandise wie wir haben, könnt ihr auch haben. Dafür geht's hier entlang. Also abonniert uns am besten gleich. Hier ist der Button. So, und wir machen Feierabend.